Ein zerbrechliches Bündnis. Triff dich mit Ali. Ja, Ali ist jetzt leider eine kleine Ecke weg. Haben wir noch irgendwas unterwegs, was wir mitnehmen könnten? Und da halt ein paar Verbündete. Ist noch irgendwas Gelbes? Du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Der muss einen neuen eine Truhe. Ich muss die ja nur weglocken, ne? Wobei, ich würde gerne mal sehen. Hier, wir haben euch ja... Ich habe euch ja noch nie irgendwie in Aktion gesehen. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht verkacken. So. Ja, gib's ihm, Bruder! Oh. Hat aber nochmal richtig einen reingelangt da. Die stellen sich da einfach wieder hin. So, ja, ist nichts gewesen. Hat keiner gesehen. Bei euch gibt's keine Fahndungsbilder, oder? Zu viele Gesichter zu malen. Na. Was tut denn da? Ja, haben sie aber ordentlich die Hucke voll gekriegt. Okay, das war's mir wert, das mal zu sehen. Aber eigentlich voll die Verschwendung der Münze. Aber dafür haben wir eine Truhe gekriegt. Mit Leder, Stahl, hier, Eisenbarren, Stahlbarren. Und, Bauteile. Moin! Schießen die auf Zivilisten oder auf die Rebellen? Ach was! Ziemlich ungeschickt beim Einbrechen. Ich würde ihn so gerne eliminieren, ne? Nicht jetzt. Konnt's mir nicht verkneifen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste mein Kumpel da helfen. Wir sind ja ein Team, ne? Oh, aber das haben wir gleich. Die suchen also nach mir. Ah, jetzt nicht mehr. Können Sie das Bild nicht mehr kopieren? Keiner weiß, wie ich aussehe. Ist ja noch 70 Meter eine Kiste. Ah, die ist in der Burg drinnen, ne? Ja, komme ich nicht ran. Im Gefängnis. In der Burg. Beim Burgherren Ali. Ehemaliger Burgherr. Aber der ist ja umgezogen. War ihm nicht sicher genug da im Gefängnis. Eliminieren wollen wir nicht. Du hast auch kein Geld für mich? Schade, du sahst so reich aus. Oh, das war aber knapp. So, gut, jetzt haben wir ein paar Meter. Jetzt können wir mal unser Kamel holen. Hier gibt es doch auch noch so einen Pferdehändler, ne? Wo ist der denn? Warte mal, der ist gleich hier vorne. Kann ich für mein Kamel auch noch irgendwas machen? So. Soll es galoppieren? Oh oh. Der petzt. Yalla, yalla. So. So, Judentag, mein Gutster. Was können wir denn hier für unser Kamel tun? Sei gegrüßt. Lass mich deine Waren ansehen. Sieh dir meine Auslage an. So, im Besitz. Wir haben auf jeden Fall Morgendämmerung.
Wir können noch kaufen Al-Hazizi. Nee. Al-Hazi. Al-Dabab. Al-Tali. Al-Muamil. Also schwarz. Braun und weiß. Oh. Wanderfalke. Weißer Adler. Und Shell-Adler. Jetzt haben wir den normalen Adler. Oh. Ich finde tatsächlich den weißen Adler. Den Shell-Adler finde ich nicht so geil, aber... Oder den Wanderfalken. Ist ein Pferd besser? Du hast ja keine, ich denke mal nicht, ne? Das macht keinen Unterschied. Weißt du, was du brauchst? Ja, ja. Ich muss gehen. Man hat leider keine Statistik, ob ein Pferd vielleicht schneller ist als ein Kamel, mehr tragen kann oder. Überleg es dir besser noch. Ich kann nichts finden. Ruf mich, wenn du etwas hast. Ernst? Wir jubeln mich nur. Kann ich auch galoppieren? Ist meine Taste kaputt oder was? Aha! So. Vorsicht! Entschuldigung bitte. Ja, das ist halt eine Straße, ne? Oh. Dass es Minuspunkte gibt. So, wo muss ich denn hin? Hier vorne schon? Wassermühle. Ort entdeckt. Ja, wunderbar. Hier muss ich richtig sein. Nun denn, wo ist Ali? Durch Allahs Macht war es mir bestimmt, aus den Tiefen dieses grässlichen Gefängnisses zu entkommen. Ja, genau. Jeder, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Hört, hört. Ah, Roshan ist schon da. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Wir haben ihn gerade aus dem Knast geholt. Wie kann man so gierig sein? Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, ja, ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Ah! Na, wer hat jetzt den besseren Plan gehabt? Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nicht nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. In der Karawanserei? Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann.
Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer... Genau, es war ein großer Tag. Basim? Ich hab Geburtstag. Ich brauche etwas Bedenkzeit. Ich verstehe, aber beeil dich. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen. Ich möchte vorher noch was machen, bevor wir jetzt hier wieder in die nächste Mission hieten. Würde ich mir gerne den Ort einmal ein bisschen angucken. Und an jedem Ort gibt es... Ah, da. Das muss auch passieren. Einmal synchronisieren, damit wir die Möglichkeit der Schnellreise haben. Mensch, wir hatten sein Kamel hier so beschissen abgestellt. Da kannst du gar nicht hochklettern. So. Oh. Da hat sich der Aufstieg schon gelohnt. So. Ich bin Höheres gewohnt, aber ich nehme es an. Einmal klein, kurz gucken. Das ist aber eine ganz kleine Siedlung, ne? Aber schöner als in der Stadt, also zum Wohnen. Wenn du hier lebst, ist auf jeden Fall idyllisch. Wir gucken uns das nochmal spektakulär an. Mega. Weltkarte öffnen. So, nördliche Wildnis. Boah, wie groß wird diese Map letztendlich, ne? Wir sind schon ein paar Meter. Gut, normalerweise kann man hier runterspringen, aber komme ich bis zu dem Heuhaufen? Na sicher. So, das haben wir. Da ist nur eine Truhe. War das hier oben? Wassermühlen am Tigris. Jeden Tag bei Sonnenaufgang sitze ich hier und beobachte, bis sich das Wasserrad dreht und dreht und dreht. Ich bewundere die Welt, die Allah erschaffen hat und wie viel Einfallsreichtum er den Menschen gab. Wer hätte gedacht, dass ein so einfacher Apparat unser Leben so sehr verbessern könnte? Es heißt, die Gebrüder Musa hätten noch mehr solcher Erfindungen, solcher genialen Apparate erdacht. Ich hoffe, diese Wunder eines Tages sehen zu dürfen. Ja, wir beten für dich. Aber erstmal leihen wir uns ein paar Stahlbarren, Bauteile und Leder. Was? Hast du mich gesehen? Könnt ja untertauchen. Hier, pass auf. Wir tauchen unter. Er hat keine Ahnung, dass wir überhaupt noch da sind. Er hat wirklich keine Ahnung. Okay. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Wie sich das Wasserrad dreht und dreht und dreht, sagt er. Kann ich da hoch? Nee. Ah, ich dachte, ich kann mich hier so richtig cool aus dem Wasser da hochziehen. Aber ich komme hier gar nicht rauf, ne?
Schade. So, was haben wir denn noch? Wir hätten jetzt noch Bildung. Was ist das? Ein Schlüssel? Komme ich ins Wasser. Du sollst runter. Hallo. Oh. Aha. Tonschlüssel Wassermühle. In welcher Truhe? Die da oben? Hier ist auch noch was unter der Erde. Okay, hier komme ich nicht rein. Wieso ein Schlüssel? Die ist nicht verschlossen. Nun Schlüssel Wassermühle. Gleich hier unten. Ziehen den Amboss gleich mit weg. So. Lesen. Cool. Das war jetzt Zufall. Ist, glaube ich, auch der Schlüssel, oder? Dolch der Verborgenen. Ausrüstungsprobe. Oh, ich will nicht wissen, wie viel ich davon schon verpasst habe. Ein neuer Tag. Gepriesen sei Allah. Durch ihn ist Ali zu uns zurückgekehrt. Das ist ein Zeichen. Das Zeugnis eines Neuanfangs. Und Allah ist mit uns. Unsere Wiedererstarkung wird sich herumsprechen. Unsere Schar wird wachsen und wir werden die Verderbnis ausmerzen, die so tief in den Fasern dieser Stadt erwoben ist. Verwoben ist. Eine freie Welt erwartet uns. So, da haben wir auf jeden Fall für Hoffnung gesorgt. Dolch der Verborgenen. Wo haben wir ihn denn? Dolch der Verborgenen. Einen vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten, schafft eine Giftwolke, die Gegnern in der Nähe schadet. Den würde ich tatsächlich nehmen wollen. Das würde ich jetzt gerne mal testen. Haben wir hier ein paar Zivilisten? Hier, Kinder, kommt mal her, ich möchte mal was ausprobieren. Mies. Geil, gibt es hier noch mehr so eine Truhe? Oh, ich wette, in Bagdad habe ich mega viele davon übersehen. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Dann gehen wir mal zu Roshan gucken, was die gute Dame möchte. Wo sie uns wieder hinschickt. Okay. Hm.
Ich habe da noch was erblickt. So. Das nehmen wir mit. Oh, ich bin dir voll auf den Kopf gesprungen. Es tut mir aber leid. Ich lade dich zu einem Glas Tee ein. Eine Tasse Tee. So, Roshan. Hier vorne? Nee, noch eine Tür weiter. Okay. Basim, hast du dich gesammelt? Na, gib mir noch einen Moment. Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Okay. Ich folge dir, my lady. Der Sklavenhalter. Nachforschung öffnen. Bringt mir aber gerade nicht viel, weil... Ein Ordensmitglied. Wir müssen erstmal hinterher. Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Ey, das Pferd ist viel besser als ein Kamel. Und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Ich kaufe mir ein Pferd. Ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Gut, also ist jetzt das erste Mal, dass wir jemanden töten müssen? Oder sollen? Dürfen? Okay. Mal gucken, wo sie mit uns hin will. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge, die dich erwarten. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Aber wenn da so viele fremde Händler sind, warum? Ich habe ja eine Händlerverkleidung. Wieso kann ich da nicht einfach raufgehen? Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Okay, also wir... Du hast deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Rul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Eliminiere Al-Ghul. Al-Ghul, der sich als Mas'ud al-Yaqab herausgestellt hat, ist ein Mitglied des Ordens, der sich an den Verzweifelten und Machtlosen bereichert und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle in aller Stille Wanderarbeiter anwerben kann, die sich ihren Lebensunterhalt davon versprechen. Diese Geschäfte wickelt er in der
Karawanserei ab. Suche nach Ablenkungsmöglichkeiten, um Al-Ruhl herauszulocken. So, wir haben wieder die Möglichkeit des Händlers. Ich weiß nicht, was der Totenkopf ist. Müssen wir mal schauen. Aber ich verstehe halt nicht, wieso wir da nicht einfach reingehen können. Wenn hier überall Händler... Achso, weil die Händler draußen sind. Ja gut, das macht Sinn. Okay, wir gucken erstmal durch. Ist der einzige hier in der Ecke. Da haben wir einen geheimen Eingang. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was mir die Lupe sagt. Okay, wir werden an jeder Seite irgendwas haben, denke ich mal. Wir können nebenbei schon mal ein paar Wachen markieren. So. Aber hier in drinne ist ja auch richtig was los. Also wir haben ja hier auch die ganzen Händler, ne? Das heißt, das Reinkommen selber ist kein Problem. Du darfst nur nicht hochgehen. Und ich schätze mal hier vorne nicht weiterhin, oder? Den nehmen wir auch noch mit. Aber mir wird jetzt so nichts groß weiter angezeigt hier. Wir durften nach 4 Sachen suchen und haben jetzt gerade mal 2. Von den Wachen her ist das echt übersichtlich, ne? Okay, wir haben einen geheimen Eingang. Wir hätten hier noch die Möglichkeit nachzuforschen, was... aber... was wir da machen könnten... Aber müssen wir erst nachforschen und dann wird uns Bescheid gegeben, was, wen wir bestechen können? Oder wie ist das gemeint? Hier, geheimer Eingang. Aber wo komme ich da raus? Hier ist ja kein Wasser. Okay. Gut, da oben, da müssen wir einmal ins Sperrgebiet. Das würde mir nicht so zusagen. Dann würde ich sagen, wir gehen als erstes hier vorne hin. Vergiss nicht. Geduld, Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt... Ergreife sie. Geduld, Disziplin. So, also wir haben die beiden Möglichkeiten, Nachforschung zu erstellen. Suche nach Ablenkungsmöglichkeiten. Dies ist eine Prüfung, was? Okay, wir hätten da noch eine Gruppe Söldner. Nee, das sind keine Söldner. Was sind die denn? Der Gruppe folgen, okay. Mit dem können wir sprechen. Alles klar, dann würde ich sagen, morgen starten wir die Mission. Leider Cliffhanger.
So, wir sehen uns morgen wieder. Schalt gern wieder ein. Stay, mach's gut. Ciao.